Ja, einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend oder was auch immer. Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, worum geht es heute? Ich habe euch beim letzten Mal gesagt, dass ich mir einen American Eagle gekauft habe für 35 Euro. Das wäre an und für sich nichts Weltbewegendes. Normaler Preis kann man quasi sagen, zumindest auf eBay. Ja, aber es ist ein spezieller. Ich habe schon einmal bei diesem Herrn bestellt aus meinem Netzwerk. Ja, von dem habe ich auch den Spinner Dolphin weg. Ihr wisst schon, 50 Euro, gut bezahlt und so weiter. Ja, und ich hoffe, ja gut, ich habe schon reingeguckt. Lassen wir uns mal überraschen, was wir hier anzubieten haben. Zum ersten einmal wieder super verpackt von dem Mann. So kenne ich es von ihm. Und das hier ist der Eagle. Kann schon mal verraten. Baujahr 1989, also einer von den ganz frühen. Und so sieht er aus. Fällt euch was auf? Gut, es sind ein paar Kritzerchen dran. Also ganz taufrisch ist er nicht, aber ist ja auch schon fast 35 Jahre alt. Aber darum geht es jetzt nicht. Der glänzt ein bisschen komisch, ne? Genau. Ein 1989er Proof American Eagle. In einer Auflage von 618.000 Stücken. Ja gut, ein paar Kritzerchen sind drauf. Er ist also nicht ganz taufrisch, also gräden lassen würde ich ihn nicht. Aber ich sag mal, für das Geld ist es durchaus noch in Ordnung. Er ist zwar nicht mehr ganz so schön, wie er anfangs mal war, aber durchaus noch im annehmbaren Bereich. 35 Euro ist er wert. So, mehr ist dann an und für sich nicht drüber zu sagen. Aber die kleinen Kritzerchen hatte ich auf den Fotos schon gesehen, also ich bin nicht betuppt worden. Es war mir klar. Und für 35 Euro durchaus noch im akzeptablen Bereich, würde ich sagen. War jetzt nicht der Superknaller, aber für so eine alte Münze kein Problem, würde ich sagen. Ja, und das war's dann schon wieder für heute mit einem kurzen Zwischenvideo und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal mit einem fröhlichen Bis neulich.